Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe hier mal ein paar Stunden Ingame-Zeit abgewartet, damit es ein bisschen heller wird. Weil jetzt habe ich auch ein bisschen Überblick. Da vorne ist das Lager. Blutfliege und ein Wolf sind auf dem Weg. Und da hinten ist auch schon der erste Ork. Und ich würde jetzt einfach mal das Lager umkreisen. Nichts zu holen. In der Entfernung, dass die Orks mich noch nicht angreifen, aber ich halt möglichst noch viel sehe vom Lager. Da muss ja irgendwo eine Ramme sein, über die ich reinkomme. Ach komm schon, Wolf! Geht doch. Und zu diesem Zweck würde ich meinen Zauber in der Hand behalten, damit ich da auch ein bisschen Abstand halten kann. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier mitten in der Nacht angekommen bin. Es soll wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl der Bedrohung erzeugen, hier im Minental. Vielleicht gingen die Entwickler ja davon aus, dass die Spieler auch den ersten Teil gespielt hatten und dementsprechend mit der Umgebung vertraut sind und wollten hier einfach das Ganze ein bisschen mysteriöser und gefährlicher und düsterer machen. Weil eine Umgebung, die man kennt, ist halt im Allgemeinen nicht so düster, ne? Blutfliege, geh mal weg. Was ist denn? Der hat jetzt nur zwei Schläge gebraucht. Ich hab keine Ahnung, was da vorhin los war bei dem einen. Nichts zu. Wahrscheinlich hat er geblockt oder so. Keine Ahnung. Nichts zu plündern. So. 100, genau 100 Lebenspunkte fehlen mir. Och, ich habe mal wieder mein Fleisch nicht gebraten. Gut, wie auch. Hier mitten in der Wildnis. Ich will mir hier nicht die Tränke verschwenden, aber auch nicht ganz so viel Zeit investieren wie letztes Mal. Sondern, oh, was ist das denn? Das ist neu. Diese Mauer da, diese Palisade. Hey, Wolf. Hey, so geht das ganz einfach. Gut zu wissen. Wie viel Erfahrung brauche ich denn? Oh, noch einiges. Ist das da die Orkramme? Sieht so ein bisschen aus, als würde da so ein großer Baumstamm hochgehen zur Mauer. Andererseits sind da unten halt auch zwei Orks. Also laufe ich mal gemütlich vorbei. In der Hoffnung, dass die mich nicht sehen. Naja, ich glaube, das ist weit genug. Und da vorne sind die nächsten. Na, klasse. Das da ist die Orkramme, oder? Ziemlich sicher. Ich speichere einfach mal. Und dann würde ich einfach mal sagen... Moment, ich habe doch hier... Habe ich ja nicht irgendwo so ein Geschwindigkeitselixier, das mich schnell macht? Oder habe ich das schon benutzt? Mist. Habe ich vielleicht einen Zauber, der mich schnell macht? Windfaust. Vergessen. Teleport zum Pass. Ich dachte, ich hätte so einen Trank. Habe ich den vertickt? Das wäre ja dämlich von mir. Aber gut, was soll's. Ich habe gespeichert. Los geht's. Gut, die Links werden zuerst auf mich aufmerksam, dann die Rechts. Ich glaube, der Typ meinte irgendwie, sobald ich hochklettere, kriegen sie mich nicht mehr, ne? Da bin ich ja gespannt. Und? Ui, die kommen hier gar nicht hoch. Wieso das denn? Finde ich gut. Die trauen sich wohl nicht. Wahrscheinlich haben sie Angst vor den königlichen Truppen, die ich nicht haben brauche. Oh, ich dachte gerade, das wären Orks. Aber nein, das sind Menschen. Sehr gut. Willkommen in der Burg, im alten Lager. In dem, was früher das alte Lager war. Und hier stehen ein paar Waffenknechte Wache. Warum heißen die Waffenknechte und nicht Wachenknechte? Keine Ahnung. Und dann haben wir hier einige Ritter. Den Ritter Kerolot. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Boot hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garrond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von zwei Rittern bewacht wird.
Wo gibt's hier Ausrüstung? Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Wer kann mir hier was beibringen? Sprich mal mit Milton. Er ist der einzige Magier hier. Milton? Den kenne ich doch. Zeig mir deine Spruchrollen. Das war doch unser Kumpel aus dem ersten Teil. Sehr schön. Den gibt's auch wieder. Schutz vor Feuer brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Gürtel der Stärke wäre interessant, aber 1000 Gold. Ich sehe gerade, ich habe hier nur 70 Gold. Tja, ne? Bin nicht so reich. Ein paar Wolfsfälle kannst du haben. Hier. Dann habe ich immerhin fast mal 100 Gold. Aber auch nicht wirklich viel. Was ist da drin? Ist das ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Die alte Schmiede ist das doch, oder? Ja. Was ist zugemacht? Du bist über den Pass gekommen? Respekt. Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spähtrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Wie viel Stärke habe ich? 28. Zeig mal was. Zeig mir deine Waffe. Du hast, was ich mit 28 Stärke führen kann. Nichts. Oh, doch so viel. Na dann. Feuernessel, Goblinbeeren, Geschicklichkeit plus 1. Amulette Echsenhaut. Alle Schütze plus 8. Was habe ich denn derzeit für ein Amulett? So wie es aussieht, gar keins, ne? Ich habe das Amulett des suchenden Irrlichts. Und ich habe den Ring von Laris, aber ich trage kein Amulett. Das heißt, wenn ich 1000 Gold habe, komme ich vielleicht hierhin. Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Blödsinn. Da war ich schon. So, dann würde ich gerne hier mit dem da nochmal quatschen. Mit dem Kerolot. Hey, du trainierst die Leute? Ja. Bei uns ist jedermann gefragt, wenn die Orks oder schlimmer noch die Drachen wieder angreifen. Kannst du mich auch trainieren? Sicher? Ich trainiere jeden guten Mann. Aber neben deinem Talent brauchst du auch eine gute Waffe, wenn du hier überleben willst. Wende dich an Ritter Tandor. Er wird dich versorgen. Ich hab Magie, ich brauch keine so gute Waffe. Was ist mit Fernkampf? Was soll damit sein? Kannst du mir das auch beibringen? Nein, aber du kannst ja mal Uda fragen. Er ist der beste Armbrustschütze, den ich kenne. Ich hätte gerne 2 Punkte Stärke. Ich will trainieren. Was kannst du mir denn hier beibringen? Einhänder. Da könnte ich nochmal 2 Punkte reinstecken. Aber irgendwie lohnt sich das nicht. Und abgesehen davon, wollte ich nicht auf 2 Händer gehen? Ich weiß es nicht mehr. 2 Händer würde sich anbieten wegen des Magierstabs. Schauen wir mal. Oh, eine Rune. Was macht die denn hier? Teleport zur Burg. Ah, sehr gut. Damit komme ich hier ganz schnell wieder her. Gefällt mir. Lerne ich hier was? Es ist zu spät geworden. Im Zusammenbruch der alten Mine ist auch die Stimmung der Erzbarone zusammengebrochen. Gomez ist wie ein Pulverfass, das kurz vor dem Explodieren steht. Choristo. Da hat wohl Choristo Tagebuch geführt. Vom Schlösserknacken verstehe ich. So, wenn auch um Choristo war der oberste Magier hier in der Burg, wenn ich mich nicht täusche. So, warte mal, Blödsinn. Erstmal hier beenden. Ich würde gerne folgende Tränke brauen. Entweder Elixier des Geistes oder Elixier der Heilung. Also die Elixiere möchte ich brauen. Kann ich das denn schon? Extrakt der Heilung, Essenz... Mana Elixier, ich kann Mana Elixier. Sehr gut, aber gerade brauche ich es nicht. Ich habe ja noch genug. Ich kann Schnaps brennen. Schade, doch nicht. Na gut. Ich muss echt noch lernen, diese großen Heiltränke hier zu brauen. Hier ist nichts mehr im Regal. Dann haben wir hier noch einen Ableseständer mit nichts darauf. Und hier hinten
Ah, Milton, alter Freund. Sieh an, wer zurückgekehrt ist. Unser Held aus der Barriere. Kennen wir uns? Du hast wohl eine Menge mitgemacht, was? Kannst du dich noch an Gorn, Diego und Lester erinnern? Ja klar, na klar. Klar kenne ich die Jungs noch. Nun, Gorn und Diego sind nicht weit gekommen. Sie wurden hier im Tal von den Paladinen aufgegriffen. Lester ist allerdings verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo er sich rumtreibt. Ich schon. Ich habe Lester getroffen. Er ist jetzt bei Xardas. Wenigstens eine gute Nachricht. Nun, ich habe nichts Erfreuliches zu berichten. Was kannst du mir berichten? Die Paladine sind mit der Absicht hergekommen, das magische Erz zu holen. Jo. Aber bei den Drachenangriffen und den Orks... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Paladine hier mit dem Erz rausmarschieren werden. Nein, bei Innos. Ich spüre die Anwesenheit von etwas Dunklem, etwas Bösem, das heranwächst, das von diesem Tal ausgeht. Für die Vernichtung des Schläfers haben wir einen hohen Preis gezahlt. Die Zerstörung der Barriere hat auch diesen Ort vernichtet. Jeder von uns kann froh sein, wenn er das hier überlebt. Wie viel Erz habt ihr schon auf Lager? Wie viel Erz? Nicht eine Kiste. Seit geraumer Zeit haben wir keinen Kontakt mehr zu den Schürfern. Es würde mich nicht wundern, wenn sie alle längst tot sind. Und wir selbst werden von Drachen angegriffen und von Orks belagert. Diese Expedition ist eine einzige Katastrophe. Wo sind Gorn und Diego jetzt? Nun, Gorn sitzt hier im Kerker, weil er Widerstand bei seiner Festnahme geleistet hat. Diego haben sie einem Schürftrupp unterstellt. Frag den Paladin Parsival, er hat die Gruppen zusammengestellt. Ja, dass Gorn hier Widerstand leistet, das kann ich mir vorstellen. Was ist deine Aufgabe hier? Ursprünglich sollte ich das Erz untersuchen, aber davon haben wir bisher nicht viel gesehen. Jetzt widme ich mich dem Studium der Alchemie. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dich in einige Zauber aus dem zweiten Kreis der Magie einweihen, oder ich kann dir helfen, deine magische Kraft zu steigern. Wenn du die Bereitschaft verspürst, deine Macht zu mehren, dann werde ich dich unterweisen. Oh, kannst du mir den zweiten Magiekreis beibringen? Lehre mich den zweiten Kreis der Magie. Normalerweise ist das den Lehrern unseres Ordens vorbehalten. Aber ich denke, in diesem Fall können wir mal eine Ausnahme machen. Ich weiß nicht, ob ich die offiziellen Worte noch weiß. Tritt nun in den zweiten Kreis. Er zeigt dir die Richtung. Doch deine Taten formen den Weg. Oder so. Ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Ja, na klar. Jetzt habe ich allerdings keine Lernpunkte mehr. Lass uns Gorn befreien. Tja, das Problem bei der Sache ist, dass Gorn ein verurteilter Gefangener ist. Aber wenn wir Glück haben, lässt Garund sich auf ein Geschäft ein und wir können ihn freikaufen. Ja, vielleicht. Halt mich auf dem Laufenden. Ich bin leider ein bisschen knapp bei Kasse. Ich will neue Zauber lernen. Was hast du denn... Was? Warum kostet es Lernpunkte, einen Zauber zu lernen? Ach so, stimmt. Ich lerne den Zauber und dann kann ich die Rune damit herstellen. Stimmt, so war das. Ja, Milton hat ein bisschen ein Tagebuch geführt. Nichts wirklich Spannendes. Und er liest wieder in seinem anderen Buch. Da komme ich jetzt leider gerade nicht dran. Das habe ich immerhin gelernt in der Magierakademie. Nicht Akademie, hier im Kloster. Dass wenn da jemand dran steht, dass ich da nicht selber rankomme. Nicht wirklich gut. Und ein bisschen Gold. Den Dolch darfst du behalten. Der ist nicht viel wert. Hier, boah, Wasserflasche. Allerdings hätte ich gerne. Honig. Gut, haben wir Milton getroffen. Den alten Freund. Aus dem ersten Teil. Und was gibt's hier hinten? Das ist ja ein super Versteck eigentlich für alle möglichen Dinge. Aha, eine Truhe. Was? Da lässt sich nichts machen. Die hat aber kein Schloss. Muss ich vielleicht von hinten öffnen? Nö. Hä? Diese Truhe hat kein Schloss? Mann, bist du dumm. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, und warum kannst du die nicht öffnen? Die hat doch kein Schloss. Junge! Was ist denn? Dann halt nicht. So, und wer steht hier so dekorativ in der Mitte rum? Ist das vielleicht Oryk? Nein, es ist nicht Oryk. Ich suche ja den Ritter Oryk, dessen Bruder ist ja gefallen. Dem soll ich ja diese Nachricht überbringen.
von dem, Gott, wie hieß der Typ? Keine Ahnung, der Wache stand am Anfang, als ich den Pass runterkam. Jesper oder so? Hat mir erzählt, okay, was sie hier gefunden haben, vom alten Lager, die Überreste quasi. Wobei ich mich frage, ob die Entwickler dabei gedacht haben oder angenommen haben, dass der Spieler im ersten Teil hier alles geplündert hat. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ach, schade. Auch so bekomme ich in die Schmiede rein. Schade. Immerhin wusste ich ja noch, dass es da den Weg gab, aber das lässt sich nicht ausnutzen. Ritter Doba und Parlaff. Warum schlafen die alle noch? Es ist doch... Ja, okay, es ist vor 8. Alles klar. Die Haupttorwache. Und hier hinten geht's nur wieder raus, genau. Hier geht's auch zum Kerker runter, oder? Ist hier Gorn? Oh Mann! Da komme ich ja gar nicht mehr durch. Ich dachte, hier wäre Gorn vielleicht. Okay, hier oben. Weitere Schlafgemächer, wie zuvor auch. Bisschen Honig, dankeschön. Ah, sehr schön. Ein paar Pfeile. Oh, ein Eschenbogen im Wert von 800 Gold und ein Schwert, das nur 30 Stärke braucht, plus 5 Bonus gibt und 40 Schaden macht. Hm, interessant. Was ist jetzt besser? 5 Schaden mehr oder 5 Einhandtalentwerte? Naja, das erhöht meine Chance, um 5% mehr Schaden zu machen. Und 5% von 40 sind genau 2. Das heißt, dann mache ich im Mittel 2 Schaden mehr. 42 Schaden statt 45. Allerdings könnte das nützlich werden. Achso, Moment, Blödsinn. Doch, nee, passt. Ich dachte, der Wolfszahn gibt auch Boni. Hey, Ingo! Warte mal. So, du bist also der Typ, der es über den Pass geschafft hat. Ja. Schön, ich bin Engor, der Verwalter dieser Expedition. Glaub mal ja nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Aber wenn du Gold in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Joa, dann zeig mal, was du hast, ne? Zeig mir deine Ware. Hui, ganz schön viel. Amulett der Flammen, Ring der Unbezwingbarkeit. Ich glaube, so einen habe ich schon. Die Triche bringen mir leider nichts. Landkarte Minental, okay. Kohle erwecken. Interessant. Was ich jetzt aber tatsächlich am meisten tun möchte, ist erstmal das Zeug hier verticken. Und warum kriege ich hier so wenig Geld dafür? Normalerweise kriege ich doch die Hälfte von dem, was es wert ist. Kriege ich hier weniger? Im Minental? Kann es sein? 350 für so eine dämliche... Ich hab zwei. Die Äste kannst du haben. Schürhaken kannst du haben. Armbrust werde ich niemals benutzen. Bögen vielleicht schon, den großen wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt so wenig Gold kriege, dann verkaufe ich den hier nicht. Ich hätte gerne die Landkarte. Und die jetzt hoffentlich auch automatisch. Die vom Miedental und nicht die von Corinis. Ja, tut er. Sehr schön. Hat sich auch ein bisschen was verändert. Scheinbar. Da links ist ganz viel Eis. Okay. Dann gehe ich mal lieber nicht an die Truhe, solange der da... Ein Türschlüssel. Okay. Geht der raus? Ja, der ist beschäftigt. Der kommt nicht her. Gold! Brot und Wein. So muss das sein. Sehr schön. Noch ein bisschen Kohle. Für Alchemie. Und hier nochmal ein Wacholder-Schnaps. Kann man immer gebrauchen. Tschüss, Engor. Ich habe dich zwar gerade ausgeraubt, aber das scheint dich ja nicht zu stören. Von daher soll mir das recht sein. So. Was haben wir hier? Das ist zu weit entfernt. Nein. Das ist gar nicht. Okay, das haben sie zugemacht. Da komme ich nicht mehr nach unten. Ich komme hier auch nicht mehr nach oben. Ich komme auch hier nicht mehr nach unten. Bin ich ja gespannt, wo der einzige Gang hinführt. Bier. Wacholder-Schnaps. Ein Wolfsfell. Noch ein Wolfsfell. Okay. Noch ein Wacholder. Die haben sich hier wohl gemütlich gemacht. Käse gefuttert und Schnaps getrunken. Tja, aber jetzt nicht mehr.
Spruchrolle und ein leichter Fisch. Okay, was ist das für eine Spruchrolle, die ich gefunden habe? Wahrscheinlich eine, die ich schon hatte, so wie das aussieht. Und wo ist der Fisch? Warum ist der nicht beim Essen? Ist er doch beim Essen? Habe ich ihn übersehen? Keiner fällt. Da ist der Fisch. Irgendwas ist in diesem Fisch versteckt. Drei Dietriche. Ah, ja. Interessant. Da versteckt jemand Dietriche im Fisch. Und das da unten sind wohl die letzten Überbleibsel des äußeren Rings des alten Lagers. Mal gucken, was der Ohrkrieger zu diesem Feuerzauber sagt. Okay, also mit diesem schwächlichen Feuerzauber kriege ich diese Orks leider nicht platt, so wie es aussieht. Das hat ihm kaum was abgezogen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Gut, aber es sind wieder 20 Minuten um. Die Folge ist mal wieder viel zu lang geworden. Und mit diesem Nachladeruckler begebe ich mich dann jetzt fallen wieder nach draußen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder draußen auf dem Burghof. Bis dahin.